Ja, hallo Leute, ich genieße gerade hier meinen Energy Drink Mittag. Das ist sozusagen meine Mittagspause, dieser Energy Drink. Ich habe mal versucht, letztens auszurechnen, wie viel Geld ich alleine dadurch mehr verdiene, indem ich sozusagen die Mittagspause skippe, also letztendlich mittags nichts esse. Ich denke mal, da komme ich locker mal eben auf 200 Euro, die ich alleine mehr verdiene, indem ich einfach Mittag ja, sozusagen überbrücke mit so einem Energy-Drink oder einfach mit einem Snack, so einem Eiweißriegel oder so. Das dauert ungefähr 5 Minuten, den ich halt so nebenbei verzehre. Und zwar nicht einfach nur, ich mehr verdiene 200 Euro am Tag, indem ich sozusagen die Mittagspause skippe, sozusagen die Zeit der Mittagspause mit einkalkuliere, sondern auch die Zeit, sozusagen den Energie-Downturn, ja, den ich dann wieder mit überdimensionalen Kaffeegenuss kompensieren muss. Das sind meistens so zwei, je nachdem wie viel du und was du isst, mittags zwei Stunden, die zwei Stunden danach, wo einfach deinem Körper sehr, sehr viel, 80% der Energie entzogen wird und gebündelt wird für die Verdauung. Ja? Das kannst du gar nicht vermeiden. Und insofern vielleicht eine Überlegung wert, einfach Ernährungsgewohnheiten umzustellen, um einfach mehr aus sich herauszuholen. Und letztendlich muss ich ganz ehrlich sagen, ist der ganze Arbeitstag einfach auch angenehmer, wenn ich nicht dieses schwere Gefühl habe, ja, sozusagen 25% des Tages, also 2 bis 3 Stunden, bis dann letztendlich sozusagen ja, die Verdauung sozusagen vollzogen ist. Also ich finde, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema und ich weiß, dass es viele da draußen ähnlich als Problem wahrscheinlich sehen. Wahrscheinlich vielleicht nicht zugeben werden, aber ich habe auch in vielen Offices schon gearbeitet und habe immer wieder gesehen, dass die Leute teilweise an ihrem Stuhl und ihrem Arbeitsplatz fast schon einpennen im Sitzen, ja? Nachdem sie einfach, oder zumindest klagen, nachdem sie mittags einfach zu viel reingehauen haben. Das heißt, du verbringst eine Stunde Mittag, um dir das ganze Essen zuzufügen. Das ist schon mal eine Stunde Zeitverschwendung eigentlich. Und dann nochmal 2 Stunden, um das Ganze zu verdauen. Das sind insgesamt 3 Stunden oder vielleicht sogar noch länger, die dir einfach weggehen, wo du nicht auf 100% bist. Und letztendlich kannst du sozusagen dein Hauptmahl einfach auf die Abendzeit verlegen zwischen 18 und 20 Uhr und mehr braucht der Körper auch nicht. Ja? Der Körper muss nicht dreimal oder zweimal am Tag Fett essen. Ja? Also wir damals im Steinzeitalter und so weiter haben wir teilweise tagelang nicht viel zu essen gehabt. Deswegen ist ja auch temporäres Fasten jetzt gerade auch ein sehr großer Trend, wo die Leute merken, dass wenn ich mal einfach 16 Stunden nichts esse, ja, ich einfach viel leistungsfähiger bin, viel gesünder, viel jünger aussehe. Man merkt es richtig, also, es gehen richtig die Falten weg. Ja. Also, das Thema heute mal wieder dieser Tipp, ja, so ein kleiner Imbiss und ein Energy Drink, ja, lässt sich automatisch mehr verdienen. Und sozusagen schwerelos, ohne große Anstrengung, einfach nur auf der Tatsache beruhend, dass du nicht so vollgefressen bist. Ja. Das ist mein Tipp für heute. Ich hoffe, ihr konntet euch weiterhelfen, dem einen oder anderen, der eben dieses Video sieht. Dann haut mir nochmal in die Kommentare unten rein, wie ihr dieses Thema seht, ob ihr vielleicht auch dieses Problem habt, dass ihr immer so vollgefressen seid, wenn ihr Mittagspause macht und letztendlich das Ganze eigentlich total sinnlos ist. Ja. Bis zum nächsten Mal, dein Thomas Klein.